Hallo, und als allererstes, der Titel vom Video ist natürlich komplett ernst gemeint. Die Balance in D3 momentan ist katastrophal, geht in eine katastrophale Richtung. Es werden Balance-Entscheidungen getroffen, die zum Teil gar keinen Sinn ergeben, komplett unbegründet sind meiner Meinung nach, oder die Begründungen, die sie reinschreiben, ergeben einfach null Sinn und sind komplett schwachsinnig, zum Teil. Ja, damit fange ich an mit Video. Prost. Ich brauche eine kleine Stärkung. Dann es wird ein bisschen langer Real Talk und ein kleines bisschen Rage auch sein, natürlich. So, das Video entsteht übrigens nicht nur, weil WD auch aktuell genervt wird auf dem aktuellen PTR. Ist zum Teil natürlich ein Grund, der mich als Main-WD-Spieler auch ein bisschen stört. Aber auch zum Teil die anderen Entscheidungen, die getroffen werden, sind zum Teil für den Arsch. Ja, und damit fangen wir dann als allererstes am besten mal damit an, was passiert wirklich auf dem aktuellen PTR. Dafür habe ich hier die PTR-Patch-Notes offen. Schauen wir uns mal ganz grob an. Ja, hier werden Begleiteränderungen gemacht. Wunderbar. Leaderboard-Changes, die neuen Filter und sowas auch. Wunderbar. Aber hier geht es ja um die Balance-Changes wirklich. Und da schauen wir uns die einzelnen Balance-Changes mal ganz grob an. Hier wird ein Ragma-Set vom Necro, wird gebufft allgemein. Hier wird ein Firebird-Set vom Wizard gebufft. Hier wird ein Geo-DDH, Meta-DH momentan, genervt. Und hier wird ein Spirit-Barrage-WD momentan genervt. Damit zwei Nerfs und zwei Buffs. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt alles mit den Buffs an. So, ich habe mir mal drei sinnvolle Gründe rausgesucht grob, weswegen man eine Klasse buffen sollte in D3. So, erster Grund wäre, die Klasse underperformt im Vergleich zu jeder anderen Klasse. Das bedeutet, die schwächste Solo-Klasse, die zweitschwächste, drittschwächste Klasse, so die schwächsten Klassen kann man mal buffen, dass sie ungefähr auf demselben Level sind wie die anderen. So, zweiter Grund, eine Klasse spielt seit zig Seasons oder Jahren, so drei, vier Seasons oder so, denselben Build. Dann kann man mal einen anderen Build buffen auf jeden Fall, damit es nicht so eintönig wird auf der einen Klasse. Ist auch ein sinnvoller Grund. Dritter Grund, die Klasse hat keine relevante Gruppenrelevanz oder irgendeine Relevanz im Spiel, worin sie wirklich gut ist. Also keinen Gruppensupporter-Spot, keinen Trash-Killer-Boss-Killer-Spot oder ist nicht besonders gut zum Key-Farmen oder Bounties machen oder sowas. Das sind dann drei sinnvolle Gründe, glaube ich, weswegen man eine Klasse buffen sollte in Detail. Sehr viel mehr ist mir da jetzt grob nicht eingefallen. Ja, in dem Fall schauen wir uns den ersten Buff an. Necro. In was für einem State befindet sich der Necro momentan auf dem Live-Server? Viele Leute wissen, in was für eine Richtung das geht auf jeden Fall. So, Necro, hier, das ist Live-Server, Season 22. Necro hat momentan 150 in 6 Minuten 37 down. Damit dominiert Necro die Solo-Leaderboards. Necro hat den schnellsten, höchsten Solo-Clear. 150 ist E-Cap und hat einen schnellsten Down auf jeden Fall. Ja, Necro macht das in der aktuellen Season mit dem Bonespear-Necro. Das ist das neue Set. Wurden neue Armschienen hinzugefügt, ist jetzt Meta-Necro. So, könnte ja sein, dass Bonespear jetzt schon die letzten Seasons dominiert und jetzt mal ein Ragma gebufft werden müsste oder sowas. Schauen wir uns die letzte Season an. Auch hier 150 hat 10 Minuten. Oh, ist ein ganz anderer Bild. LOD Grimsight. Also ein Auto-Attack-Bild hier mit Depdiggers, mit dem Auto-Attack-Game. Ein komplett anderer Game. Schauen wir da vor die Season nochmal rein. Vielleicht wurde der andere Bild ja sehr oft gespielt. LOD Death Nova-Bild. Ach, nochmal ein anderer Bild. Okay. Die letzten drei Seasons hat Necro jedes Mal einen anderen Bild gepusht. Ist doch cool. Necro hat viel Bildrelevanz und Necro ist momentan sehr stark im Solo. Hat Necro irgendeine Gruppenrelevanz momentan? Zwei Spieler, Bar plus Necro. Zwei Spieler-Rekorde, ja. Support Bar plus ein Bonespear Necro. Bosskiller und Trashkiller. Drei Spieler, Support DH plus Support Bar plus Necro, Bonespear, Trashkiller, Bosskiller. Vier Spieler, ja, Support Bar plus Support DH plus einen Bosskiller Crusader plus einen Necro, Bonespear, Trashkiller. Okay, also pushlich hat er schon eine gute Relevanz. Necro ist jetzt nicht besonders so die schnellste Bounty- oder Keyfarm-Klasse, aber das ist auch nicht so wichtig. Er hat ja wunderbare Gruppenspots. Die aktuelle Speed-Meta, für alle, die es nicht wissen, besteht übrigens aus drei Necros und einem Barb. Ja, ein Support-Necro, ein LOD-Skeletal-Mage-Necro und ein Bonespear-Necro. Das ist die aktuelle Speed-Meta. Was war letzte Season-Speed-Meta? Zwei LOD-Skeletal-Mage-Necros, ein Support-Necro und ein Support-Barb. Was war so grob? Also, es gab seit Season 11, seitdem der Necro existiert, gab es mal so ein paar Ausnahmen, dass ab und zu mal so ein Würr, Shantodo, Mage-Bild war mal Speedmeter so ein bisschen, GOD, DH konnte man mal als Meter spielen, so Raycore, Barb gab es mal was. Aber grundsätzlich hat sich Necro seit Season 11, seitdem er existiert, wirklich grundlegend als wirklich eigentlich so ziemlich die beste Speedmeter durchgesetzt. Also seit Season 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Seitdem ist grob Necro eigentlich die Speedmeter. Bestehen immer aus drei Necros und einem Barb. Zum Teil währenddessen natürlich immer wieder Trashkiller, Bosskiller, also irgendeinen Spot für irgendwas hat der Necro eigentlich immer gehabt. So, das heißt, ergibt es Sinn, momentan ein Necro-Build zu buffen? Nö.
Nö. Also ich sehe keinen sinnvollen Grund dahinter. Welche Klassen... Ach hier, ich kann euch was zeigen. Auch schön. Schöne Tabelle vom Solo-Ranking. Hier schön in Rot, Orange und Gelb markiert, welche Klasse den höchsten, den zweithöchsten und den dritthöchsten Rekord hat. Necro sehen wir hier, existiert erst seit Season 11. Sehen wir schön immer farbig. Stärkste Klasse, mal die drittstärkste, mal die zweitstärkste, drittstärkste, mal wieder die stärkste, zweitstärkste. Also, seitdem Necro existiert, ziehen sich hier schöne Farben durch. Wir sehen andere Klassen, so beim BD, wo alles ziemlich hell ist, der seit immer existiert. Wir sehen den Monk, der seitdem der Necro existiert, auch ziemlich weiß ist wirklich. Also weder den höchsten, noch den zweithöchsten, noch den dritthöchsten Solo-Clear hatte. Und wir sehen den Wizard natürlich, der sich komplett farbig durch die gesamten Seasons durchzieht. Aber da, zum Wizard kommen wir erst gleich. Okay, was wird denn auch beim Necro jetzt momentan gebufft auf dem PDR? Das Ratma-Set wurde gebufft und zwar ein Ratma Army of the Dead Skeleton. Ein Ratma Army of the Dead Build. Ich habe den Build gespielt. Wer das Spell Army of the Dead nicht kennt, ich kann euch in der Videobeschreibung nochmal einen Link dazu verlinken, wie das auf dem PDR aussah. Army of the Dead ist so ein Spell, wo du wirklich so eine Armee aus Skeletten hervorrufst im Endeffekt. Wo es zum Beispiel eine Rune gibt, da chargen die alle auf einen Punkt, pullen die Gegner zusammen, da entsteht so eine Skelettexplosion. Ist ganz cool, macht super viel Spaß, muss ich sagen. Normalerweise kann man diesen Bild nicht spielen. Normalerweise hat dieser Spell einen 120 Sekunden Cooldown. Kurz was trinken. Die haben hier eine schöne Mechanik hinzugefügt bei dem Set. Und zwar, dass jedes Mal, wenn ein Pet von dir hittet, der Cooldown davon um eine Sekunde reduziert wird. Sodass du den Spell relativ gut durchspammen kannst. So, dadurch entstand leider ein kleines Problem auf dem PDR, und zwar wegen der passiven Ratma Shield. Die hat dich leider jedes Mal 5 Sekunden unsterblich gemacht, nachdem du den Spell aktiviert hast. Das heißt, sie haben hier, also ich kann euch auch zeigen, was damit auf dem PDR down war mit dem Build. Der Build war schon ziemlich OP, deswegen wurde er jetzt auf dem PDR nochmal genervt. Die haben einen neuen Ratma-Build wirklich gemacht, der eigentlich, also der mir persönlich Spaß gemacht hat, der aber wirklich ein bisschen zu OP war und genervt werden musste. Hier wurden auf dem PDR damit 150er in 10 Minuten gemacht mit diesem Ratma Army of the Dead Build. Ich will euch jetzt wirklich an dem Beispiel nur zeigen, wie gut Blizzard auch, wie gut sie momentan Balance-Entscheidungen treffen für Builds, die sie neu erschaffen, wie gut sie die auf eine richtige Stufe balancen können. Also wie gut meine ich, wie schlecht wirklich. So, der Build hat 150 an 10 Minuten gemacht. Konnte sich permanent unsterblich machen, das heißt erstmal die permanente Unsterblichkeit muss man nerven. Zusammen dieser passiven Ratma Shield haben seinen 60 Sekunden Cooldown gegeben. Das heißt, jede Minute kannst du dich jetzt, indem du das einmal spammst, für 5 Sekunden unsterblich machen. Ja, ist gut genervt, du kannst nicht mehr permanent unsterblich sein, wunderbar. Es darf keine Spells, darf keine Builds geben in dem Spiel, bei dem du permanent unsterblich sein kannst. So. Dadurch, dass du nicht mehr permanent unsterblich sein kannst, zusätzlich haben sie übrigens diese 1 Sekunde Cooldown Reduction haben sie auf 0,25 Sekunden Cooldown Reduction pro Hit von einem Diener runtergenervt, also dass du es auch nicht mehr wirklich durchspammen kannst. Durch diesen Nerf hättest du die Unsterblichkeit eh nicht abhalten können. Sie haben es also doppelt gemoppelt auf jeden Fall genervt, dass du auf gar keinen Fall mehr unsterblich sein kannst. Ganz wichtig. So, was ist dadurch weggefallen? Also wir rechnen uns jetzt aus, um wie viele Stufen der Build wirklich genervt wurde dadurch. Dadurch ist weggefallen, dass wenn du nicht mehr permanent unsterblich bist, du deine Squad Snackless, also deine Krümelchens Halskette, den Buff nicht mehr abhalten kannst. Dieser Buff gibt dir 100% mehr Schaden, wenn du keinen Schaden bekommst. Du hast also 10 Stacks, die sich nach der Zeit aufbauen. Wenn du dann gehittet wirst, erleidest du 50% mehr Schaden, machst aber, solange du die 6 hast, 100% mehr Schaden, den doppelten Schaden. Ja, dieses Amulett kannst du nicht mehr aufrechthalten. Du wirst jetzt permanent von allem gehittet, kriegst die ganze Zeit Schaden, du konntest dir in dem Bild nicht mal einen Movement Speed Spell einbauen. Das heißt, diese 100% mehr Schaden fallen weg. Das heißt, wir rechnen uns erstmal aus, 100% Schaden beim Bild fallen weg. Ich habe hier so einen wunderbaren D3-Kalkulator mit selber gebastelt gehabt in der Google Excel-Tabelle, wo ich mir Multiplier ausrechnen kann. Ich habe hier extra eine Zeile Multiplier reduziert. Rechnen wir mal hier einen 100% Multiplier. Ist jetzt auf 0 runter, weil wir das Ammo weglassen müssen. Necro hat keine besonderen Amulett-Slots, die jetzt noch wirklich viel bringen würden. Ja, der Bild wurde dadurch um 4,41 Stufen genervt. Gehen wir hier ein, 4,41 Stufen. Rechnen das jetzt gleich so ein bisschen plus. Allein dadurch, dass sie hier um diesen Cooldown hinzugefügt haben. Zusätzlich natürlich, das rechnen wir jetzt, lassen wir einfach mal kurz raus, hast du wahnsinnige Überlebensprobleme bei dem Bild. Du kriegst hier zwar einen 75% Damage Reduction Bonus, aber, keine Ahnung, ich habe den Bild auf dem BTR gespielt, ich habe selber einen 10 Minuten 150er gemacht, ich habe irgendwie 3, 4, vielleicht 500 Millionen Toughness. Wenn der Buff nicht ab war von Ratma Shield, warst du One-Shot von allem. Das heißt, theoretisch musst du jetzt so ein paar Items weglassen, ein paar andere Sets, irgendwas kombinieren, dass du mehr Toughness hast. Aber das lassen wir in der Rechnung mal weg. So, das ist das Erste, was wir gemacht haben. Du kannst dieses Amulett vergessen. Kannst du nicht mehr abhalten. So, nächste Änderung natürlich. Hier der Cooldown, der auf 0,25% reduziert wurde. Also, du hast nur noch circa ein Viertel der Uptime von deinem Spell,
wie vorher. Das heißt erstmal, der Spell spielt sich jetzt widerlich, der Bild. Du kannst den Spell nicht mehr durchspammen, du kannst den Damage-Spell nicht mehr genug casten. Ja, was wurde da im Endeffekt genervt? Wir wurden auf, minus 75% unseres Schadens genervt. Wir wurden sozusagen in Vierfachen auf 0,25 unseres Schadens gesetzt, weil wir Spell nur noch 0,25 mal so oft casten können, also von einer Sekunde Reduzierung 0,25, ein Viertel des Schadens sozusagen. Minus 75% Schaden sind nochmal minus 8,8 Quidditch-Stufen. Das heißt, wir rechnen hier plus 8,83. Wir wollen es ja ausrechnen, um wie viel der Spell genervt wurde. So, als nächstes dachten sie, es wäre sinnvoll, den 6er-Set-Bonus, der den normalerweise pro Pet 1000% mehr Schaden gegeben hat für Army of the Dead, auch zu nerven. So, du konntest normalerweise, du hast immer deine 7 Skelette aufrecht, du hast deine 10 Wiederbeleben-Gegner aufrecht, Wiederbeleben Monster aufrecht, das heißt, du hast normal 17 Pets immer so bei dem Bild grob. Pro Pet hast du 1000% Schaden bekommen, konntest dir dann noch so Skelettmagier zusätzlich beschwören, aber die lassen wir jetzt in der Rechnung mal weg. Das heißt, du hast mindestens mal 17.000% mehr Schaden gemacht durch das Set. Das Ganze haben sie jetzt halbiert, im Endeffekt nur 500% pro Pet und bei 8500% gecapped. Das heißt, das rechnen wir uns ja auch hier aus. Die haben dann ca. 17.000% Multiplier auf 8500% runtergenervt. Das sind auch nochmal minus 4,38 Stufen. Machen wir hier plus 4,38. Wunderbar. Machen wir weiter. Zusätzlich wurden hier unsere neue Armschienen hinzugefügt, die Army of the Dead einfach nur 300-400% mehr Schaden geben. Zusätzlich noch so eine Mechanik mit Bone Spirit haben, aber die lassen wir mal raus. So, diese 300-400% mehr Schaden für Army of the Dead haben sie gestrichen. Die geben jetzt nur noch Bone Spirit was. So, das heißt, es fallen nochmal von einem 400% Damage Multiplier, sind wir wieder auf 0. Fällt halt komplett weg. Sind nochmal minus 10 Stufen. Das heißt, wir machen wir wieder plus 10,25. So, das heißt, wir sehen, der Build wurde insgesamt, weil er halt 150 in 10 Minuten gemacht hat und permanent sterblich war, wurde er um 27 Great Rift Stufen genervt. Ist ein fairer Nerf, oder? 27 Great Rift Stufen, also so in den 120er Bereich rein nerven ein Build, wo eigentlich normalerweise jede Billo-Klasse halt wirklich drüber spielt. Ist schon für mich persönlich ein Beispiel, dass da widerliches hier Schandluder betrieben wurde, also absolut schlecht genervt wurde wirklich, den Bild auf einen bescheidenen Stand zu bringen. Die begründen das hier unten natürlich, dass einige Multiplayer uncapped waren, wie beispielsweise der Set-Bonus. Du konntest dann noch lauter Skelettmagier beschwören, noch mehr Pets haben und sowas. Konntest theoretisch bis zu 28 Pets haben. Aber hast du eigentlich eh nicht so wirklich aktiv rausgehauen. Und die mochten nicht, dass wir Army of the Dead durchspammen. Ich habe persönlich halt viele Leute gefragt, so bei mir aus dem Stream. Die meisten Leute fanden den Bild vorher auf jeden Fall deutlich angenehmer zu spielen. Die fanden das sehr, sehr cool mit diesem Army of the Dead Spam. Ich auch. Mein mega viel Spaß gemacht. Blizzard findet das nicht so. Das heißt, wir haben hier alles für Army of the Dead gestrichen. Das Ganze ist jetzt ein Bone Spirit Build. Bone Spirit, wer es mal gespielt hat, kann man vielleicht so als irgendwie Bosskiller Build spielen. Ja, wir sind hier wieder auf dem PTR. Aber spielt sich sehr, sehr widerlich, muss ich sagen. Da spiele ich lieber einen Bone Spirit Necro noch ein paar Seasons. Ratmaset cleared jetzt. 142. Komplett halt auf Bone Spirit. Wenn du versuchst, mit Army of the Dead irgendwas zu machen, da pushst du wirklich auf den 130er. Allein 120er ist schon echt, echt schwierig jetzt damit zu machen. Das heißt, haben sie jetzt komplett umgewandelt, haben halt alles für Army of the Dead genervt und nur noch Bone Spirit dagelassen. Was die Community eigentlich nicht will. Also ich muss sagen, ich kenne keinen. Ich bin da ein bisschen im PTR-Forum unterwegs. Schau mir das PTR-Feedback an. Es gibt keine Person, die meinte irgendwie Bone Spirit. Das sollte ein Bone Spirit-Bild sein. Niemand hat nach einem Bone Spirit-Bild geschrien oder sowas. Es gab einen Bone Spirit LOD Bosskiller. Also wirklich da meiner Meinung nach schwarz im Team. Aber der Necro ist ja nicht das Einzige, was wir uns ansehen wollen. Nochmal Prost. Wollen sich doch noch die anderen Buffs ansehen auf dem PTR. So, als nächstes wurde das Firebird-Set gebufft. Das heißt, ist was für Wizard. Das heißt, wir gehen wieder auf den Live-Server und gucken uns die aktuelle Position so vom Wizard an. Was hat der Wizard in der aktuellen Season so für einen Stand und auch so die letzten Seasons? Wizard hat einen 9 Minuten 47 150er. Ja, mit 9000 Paragon. Mit einem LOD Archon Twister Wizard. Ist so ein Mischmasch-Bild. Wizard ist damit an der momentan, glaube ich, dritten oder vierten Stelle. Das kann ich auch hier schnell nachgucken. Hier, das ist immer wieder das World Leaderboard. Ich muss jetzt hier nur Season 22 machen. Und wir klicken hier alle Klassen an. So, zack, 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 zack. Wunderbar, wir sehen hier, Necro dominiert noch. Hau ich den Necro hier weg. Dann sehen wir, zweitstärkste Klasse ist der Crusader. Machen wir auch mal kurz weg hier. Und dann kommt der DH. Machen wir auch weg. Und dann kommt der Wizard. Wizard, momentan drittstärkste Klasse in der Season.
Ja. Okay. Also ist ganz stark. Von 7 Klassen, die dritte stärkste sein, ist jetzt nicht so wirklich relevant, da jetzt noch weiter hochgebufft zu werden. Ist in einem guten, so in der Mitte, grob. Ja. Was hat Wizard letzte Season gespielt? Spielt er schon die ganze Zeit einen Archon Twister? Hier 138, vielleicht nicht so hoch. Aber das ist ein LOD Hüterbild. Ja, ist ein neuer Bild letzte Season gewesen. Weil was wurde davor gespielt, die Season? Season 20? Okay, auch ein LOD Hüterbild. Gut. Die letzten zwei Seasons wurde der gleiche Bild gespielt. Was können wir noch Season 19 kurz reingucken? Season 19, na gut, das ist ein Meteorbild. LOD Meteormage. Ja. Das heißt, die letzten zwei Seasons wurde mal dasselbe Bild gespielt. Deswegen wird jetzt diese Season, für die aktuelle Season wurde Twister-Zeugs gebufft. Das heißt, jetzt wird ein Twister-Wizard gespielt. Also die Klasse ist momentan recht gut dabei im Solo-Leaderboard. Hat einen neuen Bild bekommen in der aktuellen Season. So, Gruppenrelevanz. Wir haben ja eben schon die Gruppen-Leaderboards durchgeguckt. Ist Wizard jetzt nicht so drin. Zum Keyfarm oder zum Bounty machen ist jetzt Wizard auch nicht so mega schnell. Ist ganz okay da, aber auch nicht so überragend. Zum Pushen, also wirklich, Wizard hat keinen wirklichen Supporter-Spot. Wizard hat auch keinen jetzt irgendwie Trash-Killer-Spot in der aktuellen Meta. Aber Wizard hatte das sehr, sehr lange im Vergleich zu vielen, vielen anderen Klassen. Das heißt, wenn wir uns mal das Vier-Spieler-Leaderboard angucken, und zwar ungefähr seitdem so grob der Necro existiert, also eine Season später, seit Season 12 hatte Wizard, hier muss ich jetzt für drauf gehen, die Trash-Killer-Meta dominiert. Und zwar Season 12, seht ihr hier, da war ein Wizard dabei als Trash-Killer und zwar ein Meteor-Wizard. Season 12, Season 13 war das Ganze der Fall, Season 14 war das Ganze der Fall, Season 15, Season 16, ich zeige es euch hier nochmal wirklich ausführlich, Season 18, ich habe Season 17 gerade übersprungen, sorry, Season 17, Season 17, 18, 19 und dann Season 20 war mal der WD Trashkiller. Das heißt von Season 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 9 Seasons hintereinander war Wizard Trashkiller-Meter. Gut, jetzt Season 20, 21 und 22 nicht. Mal 3 Seasons nicht. Gut. Der WD war hier mal eine Season Trashkiller, dann ab Season 21 war halt wieder Necro, der alles dominiert. Das heißt, Wizard ist eigentlich solo in einem ganz guten Spot, hat theoretisch einen neuen Bild bekommen halt im Endeffekt in der aktuellen Season und war sehr lange Trashkiller-Meta, ist es momentan nicht. Vielleicht kann man noch alternativ spielen, irgendwie so einen Twister, Trashkiller, aber wahrscheinlich eher nicht. Aber, ich sag mal so, ist so halbwegs ein Grund, Wizard zu buffen. Was haben sie gebufft? Sie haben das Firebird-Set beim Wizard gebufft. Bin ich mit ganz zufrieden. Also Wizard ist nicht ganz so schlimm wie der Necro-Buff. So, aber an der Stelle mal ein paar Alternativen von Klassen, die es sehr viel mehr nötig gehabt hätten, gebufft zu werden in der aktuellen Season. Und ich komme jetzt nicht mit WD an, weil das meine Main-Klasse ist. So, nein. Sondern wir machen mal mit das anderen weiter. Und zwar machen wir zum Beispiel mal mit dem Monk weiter. Ich habe euch das eben schon gezeigt, diese schöne farbige Tabelle hier. Wir sehen hier so viele weiße Felder beim Monk. Der Monk ist momentan in einem sehr beschissenen State, muss ich sagen. Monk ist momentan echt sehr schwach. Monk ist zwar die Qual 16 Meter. Monk ist die schnellste Keyfarm-Klasse und die schnellste Bounty-Klasse. Ja, gut, aber ich sag mal, Keyfarm und Bounties kann schon jede Klasse machen. Der Monk macht es halt am schnellsten, aber gut. Monk war auch sehr lange in der Gruppe tätig, so wie jetzt der Wizard zum Beispiel. Monk war sehr lange natürlich als Support-Monk in der Meta. In der aktuellen Season jetzt hier durch den Support-DH ersetzt. Wenn wir jetzt Season 21 wieder angucken, ja, da sehen wir den Support-Monk. Support-Monk zieht sich natürlich seit Season 7 durch. Season 7 bis hier Season 21 und sowas, eigentlich immer ein Support-Monk dabei. Support-Monk zum Überleben brauchst du normalerweise immer. Aber wenn wir uns mal den Solo-State anschauen von den Monk-Sets, dann kann ich euch erstmal zeigen, in der aktuellen Season ist Monk die zweitschwächste Klasse. Wenn ich jetzt hier noch die anderen Klassen so wegstreiche, zum Beispiel hier Wizard und WD, sehen wir hier einen Monk. Ein Monk hat einen 150 aktiviert in der aktuellen Season in 14 Minuten. Ein Barb hat einen 150 aktiviert in 14:32. Barb und Monk sind momentan die schwächsten Klassen. Monk die zweitschlechteste Klasse, Barb die schlechteste. So. Zusätzlich ist Monk momentan in der aktuellen Ära, also in Non-Season. Die aktuelle Ära existiert seit circa einem Jahr oder sowas. Also seit zig Seasons wurde die Ära nicht mal beendet. Das ist hier, ich kann es euch hier in-game zeigen. Wie gesagt, ist ein bisschen, kleines bisschen chaotisches Video. In hier Non-Season sind wir noch in Ära 2021. In der ersten Ära von 2020 und wir haben jetzt 2021. So. Innerhalb dieses gesamten Jahres hat es Monk nicht geschafft, 150 in Non-Season zu klären. Und das als einzige Klasse. Und das kann ich euch hier online zeigen, nämlich so. Wenn ich hier wieder jede Klasse anklicke, so zack, 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 dann sehen wir jetzt wieder innerhalb so der letzten Zeit in der aktuellen Ära, wer hat den höchsten Klick gehabt hier? Einen 150er DH, ja gut, streichen wir mal DH weg.
Dann hier Crusader, 10 Minuten 150er. Ja, gut, machen wir Crusader weg. WD 11 Minuten 150er. WD war mal eine Season OP. Ja, steigen wir auch weg. Necro 11 Minuten 150er. Ja, steigen wir auch mal weg. Wizard 150, 12 Minuten. Steigen wir auch weg. Barb 150, 13 Minuten. Steigen wir auch weg. Und oh, Monk 146. Monk hat innerhalb eines Jahres es nicht geschafft, Non-Season in 150er zu klären. Also während keinem einzelnen Patch innerhalb dieses einen Jahres war Monk stark genug, 150 zu schaffen in Non-Season ohne irgendeinen Boost. Und das hier mit 15.900 Paragon. Und jeder an der Klasse hat 150 geklärt. Jeder an der Klasse hatte mindestens 4 Stufen über den Monk geklärt. Ist ein bisschen blöd. In der aktuellen Season ist Monk ja die zweitschwächste Klasse. Und das, obwohl er deutlich mehr vom Season-Thema momentan profitiert, als der Barb zum Beispiel. Monk bekommt vom Season-Thema momentan 350% mehr Schaden durch das Shenlong-Set. Der Barb 50% durch Convention of Elements Ring. Also Monk profitiert am zweitmeisten vom aktuellen Season-Thema. Am meisten profitiert der Crusader durch 400% mehr Schaden durch sein Waffenset. Dann am zweitmeisten der Monk 350 durch sein Waffenset. Dann kommt Crusader, dann kommt Necro mit 330 durch eine Waffe. Dann kommt Wizard 325 durch eine Waffe. Monk profitiert am zweitmeisten vom Season-Thema und ist trotzdem am zweitschlechtesten. Und zusätzlich kommt noch, Monk spielt seit mehreren Seasons hintereinander denselben Bild im Solo. Das heißt, ich guck mal hier an, momentan ist ein Patterns of Justice Tempest Rush Monk. So, jetzt nicht verwundern, ist ein anderes Set gleich, aber spielt sich genauso. Ist ein Sunwoku Tempest Rush Monk. So, gehen wir mal eine Season weiter nach vorne. Season 20. Patterns of Justice Tempest Rush. Da kommt man es auch mit Shenlongs kombinieren übrigens. So, Season 19. Patterns of Justice Tempest Rush, okay. Season 18. Da gab es noch keinen Tempest Rush Chat. Mit Season 19 kam Tempest Rush dazu und seit Season 19, 20, 21, 22, seit 4 Seasons, also circa seit einem Jahr, spielen Monk-Spieler im Solo dasselbe Bild. Ich würde mal sagen, da wird es langsam mal Zeit, dass Monk zum Beispiel mal einen anderen Bild spielt. Monk ist momentan, wie gesagt, seit einem Jahr auch die schwächste Klasse, wirklich so von der Power gerechnet, wenn wir uns das Non-Season-Leaderboard anschauen. Und auch in der aktuellen Season die zweitschwächste Klasse, obwohl sie mit am zweitmeisten vom Season-Thema profitiert. Also meiner Ansicht nach ist die Auswahl hier von, wir buffen ein Necro-Set und wir buffen ein Wizard-Set, war weit nicht so begründet wie, wir würden ein Monk-Set buffen. Finde ich zum Beispiel schon schwachsinnig, nämlich. So, und jetzt an zweiter Stelle kommen wir zu den Nerfs. Und da habe ich mir natürlich auch 3 gute Gründe ausgedacht, warum sollte man eine Klasse nerfen natürlich in Diablo. Man sollte eine Klasse nerfen, entweder wenn sie natürlich im Solo komplett dominiert, wenn sie bei weitem die stärkste Solo-Klasse ist. Man sollte eine Klasse nerfen, wenn sie seit mehreren Seasons vielleicht einen Gruppenspot belegt. Und ich sag mal so, sehr viele sinnvolle Gründe zum Nerfen gibt es sonst nicht. Wenn ein Bild bei einer Klasse absolut dominiert seit zig Seasons, dann kann man den auch nerfen. Gut. 3 Gründe. Was wurde hier genervt? Als allererstes der GOD-DH. DH finde ich ziemlich begründet. DH wurde auch wurde erst sehr stark genervt, dass Hanging Arrow beim GOD-DH maximal 2-mal Gegner durchschlagen kann, damit das nicht ewig durch Gegner durchpierst. Dieser 2-mal Durchschlagen-Nerf wurde dann auf 3-mal erhöht. Plus dafür wurde der Set-Bonus vom GOD-Set von 10.000 auf 15.000% Damage erhöht. Und das Ganze wird auch damit begründet hier, dass DH halt wahnsinnig stark ist beim Fischen auf Missile Dampening. Und zwar Geschosse verlangsamen Packs. Geschosse verlangsamen Packs, wenn sich da diese Hanging Arrows die ganze Zeit, wenn die an Zeitlupe durch die Gegend fliegen, dann piercen die da einen Gegner zigmal und du killst den instant total schnell. Ist wahnsinnig viel Fishing auf dieses Missile Dampening, aber ist dann ultra stark der Build, deswegen muss er genervt werden. Das bedeutet, wir schauen uns auch mal den aktuellen Stand vom DH an, ob dieser Nerf denn halbwegs begründet ist. Okay, dann gehen wir wieder in die aktuelle Season. Hier, ich habe alle Klassen angehakt. Season 22, wir löschen wieder von oben nach unten. Necro ist die stärkste Klasse gewesen, Crusader die zweitstärkste und dann ist ja die H. Ich habe mich eben versprochen, wie es glaube ich am Wizard einmal ist, die viertstärkste Klasse, nicht die drittstärkste. Wizard ist genau in der Mitte. Gute Position. So, DH ist die drittstärkste Klasse, nur knapp hier schwächer als der Crusader und DH profitiert momentan mit am wenigsten vom Season-Thema. DH kriegt nur grob, ich glaube, 25% mehr Schaden und 25% Toughness, weil er die Channeling-Schultern benutzen kann durch das Season-Thema. Wohingegen den Crusader 400% mehr Schaden bekommt von dem Waffenset, was er benutzen kann. Und der Necro 330% von der Waffe, die er benutzen kann. Denn wenn wir auch in die aktuelle Ära reinschauen, also Non-Season-Leaderboards, alle Klassen angehakt, der DH dominiert. 150 in 9 Minuten. Das heißt, DH ist solo momentan die stärkste Klasse, wenn wir jetzt kein Season-Thema hatten.
Die stärkste Klasse an sich nerven ist ja mal begründet. Wir schauen uns den Stand vom DH wirklich auf dem aktuellen Live-Server an. Wie gesagt, drittstärkste Klasse in der Season, stärkste Klasse in Non-Season. Wird sogar in der Gruppe benutzt. 4 Spieler als Support-DH zum extra Damage-Debuffen über Odysseus End nochmal. 3 Spieler auch als Support-DH und halt 2 Spieler dann nicht. Und es gibt sogar zum Teil auch Gruppenkonstellationen zum Speeden, wo du einen Support-DH benutzt zum Damage-Debuffen. Wo du zum Beispiel einen Damage-Neko weglässt und einen Support-DH mitnimmst, der dann nochmal extra Damage-Debufft. Das heißt, es ergibt Sinn, den DH auf jeden Fall zu nerven. Ja, deswegen, das ist ein halbwegs begründeter Nerf, schon sehr begründete Balance auf jeden Fall, die stärkste Klasse zu nerven. So, sie haben dann im Nachhinein, haben sie nochmal hier mit Rot Änderungen gemacht, dass sie nämlich ja den 6-Speed-Set-Bonus nochmal gebufft haben. So, im gleichen Zuge, wir vergleichen nämlich die beiden Nerfs miteinander, wie sinnvoll da interagiert wurde. Im gleichen Zuge wurde, dann kommen wir jetzt zu meiner Main-Klasse, WD genervt. Und zwar das Gazing Demise, Spirit Brush WD, hat einem normalerweise 150% mehr Schaden pro Phantasma, das man gesetzt hat, gegeben. Man konnte 3 Phantasmen setzen, 450% mehr Schaden. Jetzt nur noch einfach generell 150% mehr Schaden. Rechnen wir ganz kurz aus, der 3-Kalkulator. Was ist das denn für ein Nerf? Von 450 auf 150% Damage runter ist ein Nerf von 5 Stufen. Okay, dann schauen wir uns in dem Vergleich mal den aktuellen Stand vom WD an, in der aktuellen Season. Season 22, wir haben alle Klassen angehakt. Jo, Necro, stärkste Klasse. Ja, Crusader, K, Wizard und da ist der WD. Dritt schlechteste Klasse, also an 5. Stelle. Hinter dem Wizard, aber weit hinter dem Wizard. Denn wenn ich den Wizard hier ankreuze, ihr seht, Wizard hat einen 9,47er Clear. Dann macht es einen großen Schwung, 4 Minuten schwächer, 13 Minuten 10, da ist der WD dann. Das heißt, WD momentan eigentlich nicht so gute Klasse, also echt schlecht so ein bisschen. Dritt schlechteste Klasse. Wir gehen auf den Live-Server, schauen uns den weiteren Stand an auf jeden Fall. In der Gruppe, momentan, aktuelle Season, Gruppenkonstellation, ja, 4 Spieler nicht benutzt, 3 Spieler nicht benutzt, 2 Spieler nicht benutzt. WD ist ein alternativer Trashkiller. Also es gibt den Spirit Brush WD, den kann man wirklich alternativ als Trashkiller im Vierer nehmen, anstatt einen Bonespear Necro. Ist aber momentan bei weitem nicht so stark wie ein Bonespear Necro. WD war aber in einer Season nämlich momentan mal ein bisschen OP, deswegen wir können uns auch die aktuelle Ära anschauen. Und zwar die Ära spiegelt nämlich ein bisschen wieder, welche Klasse jetzt innerhalb des letzten Jahres mal OP war. Und da haben wir nämlich einmal den DH-Mutant, der Mutant am stärksten ist auch. Vielleicht mit dem mal weg. Dann haben wir den Crusader, der war auch mal sehr stark, der wurde auch schon genervt. Genau wie WD. Nach Season 20 wurden WD und Crusader auch schon genervt. Spirit Brush WD wurde schon genervt. So, an dritter Stelle nämlich hier, normalerweise wäre der WD gewesen. 11 Minuten, 150er Clear in Non-Season. Und von dem Standpunkt aus hier, wo er einen 11 Minuten 150er gemacht hatte, wurde der Bild schon um mehrere Prozente genervt. Hier, ich kann euch zeigen, auch um wie viele Prozente. Und zwar, Witch Doctor. Die Jalams Maske funktioniert jetzt nicht mehr. 200% mehr Schaden wurde weggenervt. Und der Pet Game, 60% mehr Schaden, wurde auch schon weggenervt. Damit, mit dieser Power, hat WD einen 11 Minuten 150er gemacht. Mit einem Stand von 200% mehr Schaden und nochmal 60% mehr Schaden. So, das war es jetzt zum Beispiel in den DH, momentan einfach so halt in 9 Minuten cleared. Gut, und den Bild, der muss nochmal um 5 Stufen genervt werden, obwohl er momentan in der aktuellen Season die schlechteste Klasse ist. Ja, Gruppenstand, wie gesagt, WD ist momentan alternativer Trashkiller, wird aber nicht wirklich benutzt. Auch in Season 21, wenn du da guckst, hier in die Gruppenleaderboards, 4er, 3er und auch 2 Spieler. Ist nirgends benutzt, WD oder sowas. In Season 20 war die Trash-Kilometer. Da wurde auch im Vierer hier einen 3 Minuten 13 Clear zum Beispiel gemacht gehabt. Ist natürlich bei weitem noch nicht so schnell wie das, was in der aktuellen Season mit dem Necro gemacht wird. 2 Minuten 19er Clear. Das heißt, WD, wo er mal Trash-Killer war, wo er in der Gruppe wirklich stark war, war bei weitem nicht so stark wie momentan der Bonespear Necro ist. WD könnte nächste Season zum Beispiel ohne das Season-Thema eventuell wieder Trash-Killer sein. Vielleicht ungefähr gleich stark oder ein bisschen stärker wie ein Bonespear Necro momentan. Momentan ist da eine große Differenz zwischen einem WD und einem Necro, weil wir sehen, selbst in seinem OP-Standpunkt mit über 200% mehr Schaden war er immer noch schlechter, als momentan ein Bonespear Necro ist. Bonespear Necro hat momentan natürlich auch 330% mehr Schaden vom Season-Thema. Also ungefähr, der Necro verliert grob dasselbe, wie der WD jetzt verloren hat von Season 20 auf jetzt halt, wo er genervt wurde. Ohne Jams Maske, ohne im Pet-Game. Ist WD ungefähr genauso schwach wie Necro nach der Season ist. So vom Nerf-Group her. So,
Und WD wird von dem Standpunkt aus nochmal um 5 Creative-Stufen genervt. Und zwar mit welcher Begründung? Da steht ja auch nochmal eine Begründung von Blizzard dabei. Ich schweife gerade immer wieder so ein bisschen aus, also... Ja, ich rede viel um denselben Brei rum. Prost. Mundunogus Regalia overperformed verglichen zu den anderen WD-Sets. Und der Change zum Gazing Demise soll halt die Spielmechanik halt vereinfachen und den Damage Output reduzieren. Die Spielmechanik ist genau dieselbe, also das ist Schwachsinn, was sie hingeschrieben haben. Es overperformed im Vergleich zu den anderen Sets und das ist eine Begründung zu nerven. Habe ich ja eben auch bei den Punkten aufgezählt, auf jeden Fall, was ein Grund wäre, ein Build zu nerven, wenn es overperformed im Vergleich zu den anderen Builds. So, gucken wir uns auch an bei WD. WD spielt schon wirklich eine Zeit lang jetzt die letzten Seasons auf jeden Fall Mundugu. Und zwar Season 22 wird Mundugu gespielt in der aktuellen Season. Season 21. Letzte Season wurde auch Mundugu gespielt. Und Season 20 wird auch Mundugu gespielt. Und Season 19 war da mal ein anderer WD-Bild noch Meta, weil in Season 20 kam erst Mundugu dazu. Da war es LOD Carnival, was Meta war. Hat hier damals auch 150 agitiert, aber wegen dem OP-Season-Thema. Ja, das heißt, das stimmt schon. Mundugu ist auf jeden Fall das stärkste WD-Bild. Und dafür werfen wir jetzt einen Blick auf den PTR nämlich. So, Mundugu overperformt im Vergleich zu den anderen WD-Builds. Am besten machen wir 20.1. Das ist nämlich vor dem letzten PTR-Patch. Da war einfach, da hat sich nichts geändert jetzt sozusagen zu 20.21.2 von WD. Das ist immer noch dasselbe Verhältnis, nur hier habe ich überall gepusht. Hier habe ich mal jedes WD-Bild gepusht, um zu sehen, wie viel stärker ist denn jetzt wirklich Mundugu im Vergleich zu den anderen Builds. Overall, hier hat einer 141 gemacht. Ich persönlich habe hier 140 in 12 Minuten gemacht mit einem Swirlbrush WD. Mit meinen 8000 Paragon in On-Season, mit einigen Primus an, mit meinem wirklich ziemlich, ziemlich guten Gear. Und ich hatte eine Festering Woods, die beste Maps, mit einem sehr guten Mob-Type und einem 7-Pack Conduit. 7 Packs auf einmal mit Conduit downgebrutzelt, mit den neuen Begleitern. 140er in 12 Minuten. Das heißt natürlich, vor dem Nerf hätte ich einen 145er in 12 Minuten machen können. 5 Stufen höher. Was ist das zweitstärkste Set danach? Zunimassa. Habe ich auch gepusht. 138 in 14 Minuten, ne? Das heißt, wenn ich circa jetzt vor dem Nerf-Rechner halt sozusagen 145 in 12 Minuten, 138 in 14 Minuten, ne? Ja, sind 7 Stufen Unterschied. Ist schon wirklich deutlich stärker als Zunimassa. Mundugu overperformt wirklich im Vergleich zu den anderen WD-Sets. So, aber diese tolle Begründung gucken wir uns mal bei anderen Klassen an. Und zwar mal bei Blizzards kleinen Liebling, beim Necro. So, und da gehen wir auch hier 20.1.21. Machen wir da. Okay, zu dem Standpunkt von PTR war natürlich hier das Radmaset OP. Das heißt, das müssen wir jetzt weglassen so ein bisschen. Und müssen uns eher den Stand vom zweitbesten Bild danach angucken, weil hier 20.1.22 ist jetzt das neue Radma. Ist jetzt bei 142 oder sowas. Aber Radma, sozusagen, jetzt vor dem PTR ist Radma halt absolut kacke gewesen. Ist irgendwo so bei 120 rumgegammelt oder sowas. So, das heißt, wir gucken uns an beim Necro das Bonespear-Bild. Unser Bonespear-Necro wäre ja nochmal dann der beste Necro-Bild eigentlich, wenn jetzt die Radma nicht verändert wird. Also, Necro, also ist jetzt auch hier. Ach, sorry, ich komme gerade durcheinander. Ist jetzt nach dem Änderung für Radma, ist Bonespear wieder der beste Necro-Bild. Auch hier Non-Season, 14.000 Paragon, 147 in 10 Minuten down. So, was ist der zweitstärkste Necro-Bild danach? Natürlich dieser neue Radma-Bild, aber der alte Radma-Bild kostet vielleicht, keine Ahnung, 120, 130 Gliern. Deswegen normalerweise so der zweitstärkste Necro-Bild, wenn ich mir die anderen Sets hier angucke, Tangul gammelt bei 120 rum, Inarius gammelt bei 130 rum, Pestilence bei 130 und ein LOD-Necro bei 136. Gehen wir davon aus. LOD-Necro haben wir auch gesehen, dass das die letzten Seasons davor Meta war. Ah, jetzt hier ist das halt schön, alles ohne Season-Thema. Ey. Der Bild will gerade nicht laden, sorry. Hier. Ist ein LOD, ist das sogar LOD Corpse Explosion Necro? Ich dachte, es wäre ein LOD Grimside Necro. Aber gut, ist jetzt hier so Stand PTR, der zweitstärkste Necro-Bild mit 136 in 14 Minuten. Im Vergleich zu einem Bonespear, der 147 in 10 Minuten macht. Ich würde mal sagen, da sind 11 Stufen Differenz. Wie viel war nochmal beim WD Differenz? 138 zu, jetzt vor dem Nerf wäre das 145 gewesen. 7 Stufen. Necro 11. Also so eine Begründung, so einen Bonespear-Necro zu nerven, hätte ich viel, viel, viel logischer gefunden, muss ich sagen. Bonespear für mich persönlich overperformt deutlich mehr im Vergleich zu allen anderen Necro-Sets, als jetzt einen Swirlbrush WD im Vergleich zu den anderen WD-Sets performt hat. Meiner Meinung nach.
Natürlich, nachdem sie jetzt Ratma geändert haben, nicht mehr. Damit haben sie das ja entgegengewirkt. Haben ein neues Necro-Bild gebufft oder so. Aber jetzt so ein Nerf für Bonespear hätte für mich mehr Sinn gemacht. Denn Necro dominiert die Speedfarm-Meta seit den letzten paar Seasons. Necro dominiert aktuell das Solo-Leaderboard. Necro dominiert die 2er-, 3er- und 4er-Meta momentan in der aktuellen Season. Und hat die letzten Seasons durchgehend eigentlich immer einen guten Spot, entweder als Trashkiller oder als Bosskiller gehabt. Also es gibt keine Seasons, so von den letzten paar Seasons, wo Necro nicht entweder als Trashkiller oder als Bosskiller, glaube ich, dabei war. Ja, außer in Season 20, glaube ich mal. Da war man, musste mal eine Season aussetzen. Okay, mal ganz kurz. Gut. Ja, und ich glaube, das ist auch schon fast mein Fazit, muss ich sagen. Das momentan, muss ich sagen, diese Entscheidung hier auf dem PTR, bis auf den DH-Nerf, für mich nicht wirklich Sinn ergeben. Und wir können uns nochmal als abschließendes Fazit auch so ein bisschen hier wirklich diese Tabelle ansehen. In dieser Tabelle sieht man, hier, warte, kann ich euch noch mal zeigen, hier so, dann seht ihr mich auf der anderen Seite. In dieser Tabelle sieht man wirklich momentan so den Solo-Stand zumindest von allen Klassen. Welche Klasse momentan zu den letzten Seasons eigentlich, also seit Season 1 hier gut performt hat und welche Klassen nicht. Wir sehen wirklich, ein Wizard ist komplett bunt, seit Season 1 immer beste, zweitbeste oder drittbeste Klasse, außer in Season 20. Mal eine einzige Season ausgesetzt. So, wohingegen ein WD? Hier die letzten Seasons, ja gut, das hat alles rot, weil alle Klassen 150 gegliedert haben. Es geht ja nicht nach besten, zweitbesten und drittbesten, sondern nach der Creative-Stufe. Also da ist die Zeit nicht mitgerechnet. So, das heißt, es kann auch hier sein, dass Wizard vielleicht mal selber wie irgendeine Klasse down hat. Hier haben wir alle 103 down, aber das ist ja mit die beste Klasse auf jeden Fall. Und in WD hingegen hier zum Beispiel, ja, war mal zweitbeste, mal drittbeste Klasse. Hier die letzten Seasons immer 150 agitiert hat. Kam zum Teil wegen OP-Season-Themen, wegen Effekten in Season 19, wegen Effekten in Season 21. Season 20 war mal wirklich stark, eine Season lang. Und in der aktuellen Season hat jede Klasse 150 down, weil man extrem gut Paragon farmen kann und das Season-Thema jede Klasse so ein bisschen boostet. Ja, und genauso der Necro wirklich, auch seitdem er existiert, bunt durchgezogen. Beste. Drittbeste, Zweitbeste, was, also gut durchgezogen, musste auch mal in Season 20 eine Season lang aussetzen, aber hat sich ansonsten gut durchgezogen. Ein Monk wirklich, die ersten Seasons noch halbwegs gehalten und so, und dann, wirklich jetzt außer die letzten paar Seasons, seitdem wirklich diese Effekte kommen, kann man das hier ein bisschen blöder rechnen, aber auch davor nichts wirklich. Nicht wie bei WD. In DH immer mal wieder, so ein bisschen und so. Jetzt hier am Schluss, jetzt momentan ja gerade sehr stark, zum aktuellen Zeitpunkt wird deswegen ja genervt. Crusader zieht sich ziemlich gut durch, Barb am Anfang gut performt und jetzt auch. Barb ist ja momentan die schlechteste Solo-Klasse, profitiert aber auch momentan in der Season mit am wenigsten vom Season-Thema, also ist dadurch nächste Season wieder halbwegs gut drin. Ein Barb ist zum Beispiel in einem ähnlichen Status wie ein WD in der aktuellen Season. Barb und WD haben beide 114er Down, WD ein bisschen schneller. Barb und WD bekommen beide den Convention of Elements vom aktuellen Season-Thema, also im Schnitt 50% mehr Schaden, wenn die Elementarphase kommt, so. Halt immer 200%, aber nur ein Viertel der Zeit, also 50% mehr Schaden im Schnitt. Und nach der Season, WD kriegt einen 5-Stufen-Nerf, Barb nicht. Das heißt, nächste Season ist grundsätzlich ein Barb 5 Stufen stärker wie ein WD. Auf jeden Fall. Und Barb ist momentan selber nicht so wirklich stark. Nächste Season vielleicht so ein bisschen im Mittelfeld, und das ist das Mittelfeld. Und WD dann irgendwo ganz unten mit dem Monk. Monk profitiert ja momentan vom Season-Thema sehr stark. 350% mehr Schaden. Können wir auch sehen, wenn das beim Monk wegfällt. 350% auf 0. Dann fehlen dem Monk nächste Season 9,58 Stufen. Er nimmt irgendwelche Ersatzwaffen mit, die ein bisschen Schaden geben. Aber Monk ist im nächsten Season ohne das Season-Thema auch in einem sehr armen Stand. Obwohl er momentan auch mit die zweitschwächste Klasse ist. Das heißt, ich persönlich abschließend hätte es für sehr viel dringender gefunden, jetzt entweder wirklich einen Barb, einen Monk, einen WD zu buffen, einen Necro zu nerfen oder sowas vielleicht. Vielleicht einen Crusader zu nerfen oder so, weil er wirklich momentan auch schon ziemlich lange Bosskillermeter ist und auch im Solo sehr stark performt, auch in Non-Season, auch in der Season. Ja. Und das, was sie momentan machen, ergibt für mich teilweise einfach keinen Sinn. Ist das ein sehr, sehr langes Video. Wir stoßen noch einmal an. Prost. Ich hoffe, da kommt die nächsten Season nochmal ein bisschen besser was. Die nächsten Seasons sehen Sie ja dann durch die Leaderboard-Filter. Im Endeffekt wirklich genau, wie stark jetzt welches Set performt. Können so sinnlose Begründungen wie beim WD hier hoffentlich nicht mehr bringen. Ich hoffe für die Zukunft, dass es besser läuft. Diablo ist immer noch mein Lieblingsspiel. Diablo 3. Und damit sehen wir uns im Stream oder im nächsten Video. Bis dann.